Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch gerne was vorstellen, und zwar Goinbass. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Jungs sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich das mal vorstellen wollen würde meiner Community, und habe es mir dann mal angeguckt und fand das eigentlich ganz cool. Ich habe euch sowas in der Art ja schon mal vorgestellt. Ich habe das jetzt 2 Wochen etwa oder eine Woche, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, getestet und verschiedene Sachen ausprobiert. Das werde ich euch im Video gleich alles sagen und zeigen, auch wie man bestellt und wie man bezahlt und so. Erstmal, ja, was ist es? Wir können hier verschiedene Abo-Dienste buchen für einen relativ schmalen Taler. Ja? Wir haben Netflix, wir haben Disney Plus, YouTube Premium, Paramount, Crunchyroll, Tuddle, Deezer und MTGPT. Da kommt auch wohl immer wieder was Neues dazu. Vielleicht kommt auch noch Apple TV dazu oder Spotify oder so. Das weiß ich aber nicht. Ich kann euch jetzt nur erstmal das zeigen, was da ist. Ich habe die auch bei Trustpilot mal gegoogelt, Goinbass. Die haben eine sehr gute Bewertung. Eine 1-Sterne-Bewertung haben sie und das andere alle 5 Sterne. Und da sind momentan 4 Seiten und die erste ist, glaube ich, von Mai oder so. März, 20. März. Nee, hier Mai. Ja. Und durchweg eigentlich gute Bewertung. Ich kann nur sagen, ich habe durchweg gute Erfahrungen damit jetzt gemacht in der Zeit. Ich habe mich auf dem Browser angemeldet, ich habe mich auf Fire TV angemeldet, bei den Sachen, die ich habe. Und es funktioniert super und auch einfach. Also ihr könntet praktisch über den Browser am Handy öffnen oder notiert euch die Daten. Jetzt zeige ich euch mal, wie das denn läuft. Das sieht dann so bei eurem Bestellverlauf aus. Hier steht jetzt eine Nummer 1, weil da gibt es nur ein Profil. Ja? Hier gibt es eine Nummer 2. Und wenn ich darauf klicke, sehe ich, das werde ich aber natürlich unkenntlich machen wegen Datenschutz. 3 Profile von den 5 sind gerade belegt. 1 davon gehört mir. Und 2 gehören den anderen. Und die sind dann halt gekennzeichnet 1.1, 2.2, 3.3, 4.4. Und die könnt ihr dann natürlich noch individuell anpassen. Das ist natürlich das Bild von eurem Account, was ihr hier oben habt. Und in den Namen könnt ihr dann natürlich hier auch eingeben. Und wenn ihr dann bei zum Beispiel bei Crunchyroll drin seid, wisst ihr, ah, das Profil ist meins, Nummer so und so, geht ihr auf Crunchyroll rauf, dann könnt ihr hier einfach das kopieren, zack, die ist die E-Mail-Adresse oder schreibt es euch ab. Und wenn ihr dann auf Passwort geht, erscheint dann das Passwort, dann habt ihr dann hier so ein kleines Feld zum Kopieren, Copy, ja, und dann könnt ihr das auch einfach drüben eingeben und fertig ist. So einfach ist das. Ablaufzeit wäre bei dem jetzt der 31.05.2025 um 15.21 Uhr. Da ist die Ablaufzeit. Ihr könnt auch jetzt jederzeit wieder, bevor das endet, auch wieder neu dazu buchen. Dass ihr euer Profil behaltet, also die Watchlist, das, was ihr hier gesehen habt, und dass ihr nicht halt ja wieder eine neue Watchlist machen müsst mit einem leeren Profil oder einem Profil von jemand anders, wo Sachen gekennzeichnet wurden, gesehen, die ihr aber selber noch nicht gesehen hattet. So wie es mir bei anderen ging, da musste ich dann halt erstmal über einen Browser mich anmelden und musste halt bei Crunchyroll die Watchliste löschen und den Verlauf löschen und so, weil da war eigentlich alles noch voll. Ja? Und dann, im Profil könnt ihr dann natürlich auch einstellen, Deutsch, Audio und hast du hier gesehen. FSK 18 ist auch gleich schon aktiviert. Nee, hier war es nicht aktiviert, da geht er dann rauf, sagt FSK 18 aktivieren und dann wird das FSK 18 auch aktiviert, das ist alles auch kein Problem. Ihr habt hier Unterstützung, FAQ und dann natürlich eine Service-Gruppe, da habt ihr dann WhatsApp, Telegram und Talk, da könnt ihr mit denen in Kontakt treten.
Das Schnellste, was ich hatte, ich habe einfach mal ein paar Testfragen gestellt, war so 5 Minuten. Und das Längste, was ich gebraucht habe, waren so um die 15 bis 20 Minuten, bis sie geantwortet haben. Ist alles im Rahmen, würde ich sagen. Wenn ihr auf erneut geht, ja, dann habt ihr hier die Plattform, da steht dann Crunchyroll, Abonnement 12 Monate, ein Profil 35,99 €. Müsst ihr natürlich sofort bezahlen. Ihr könnt auch einen Code eingeben. Odins Tests, O groß, T groß, so wie es hier steht jetzt, anwenden. Und dann kriegt ihr 3,60 Euro Rabatt. Dann geht ihr zur Kasse, dann könnt ihr Giropay oder Paysafe. Paysafe kann ich momentan nicht empfehlen. Da haben mir einige von meinen Abonnenten geschrieben, die hatten bei externen Diensten Steam-Guthaben oder PlayStation-Guthaben kaufen wollen und hatten sich eine Paysafe-Karte geholt und haben das dann da mit bezahlen wollen. Das hat nicht funktioniert und die Paysafe-Karte und da rennen sie immer noch dem Geld hinterher. Die Seiten sind vertrauenswürdig, sind einschlägige, gute Seiten. Das liegt eindeutig an den Paysafe-Karten. Da gibt es aber auch schon einige Berichte im Internet oder ältere Berichte im Internet. Und dann habt ihr auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Hier oben, da gucken wir uns das mal an. So. Ach, Moment, ich muss mich neu anmelden. Ich habe zu lange nichts gemacht. So. Warum will er das jetzt nicht? Machen wir einfach mal neu laden. Ah, jetzt will er. Okay. Gut, habe jetzt den Code nicht eingegeben. Kann sein, dass für wiederholtes Abo der Code nicht geht, dass es deswegen ein Fehler war. So, hier steht dann auch nochmal Crunchyroll, einmal Gesamtbetrag 35,99 €. Wenn ihr erste Mal macht, habt ihr natürlich die 3 Euro noch was Rabatt, logischerweise. Giropay kann ich jetzt nicht nutzen. Ich habe Giropay keine Kreditkarte hinterlegt. Sonst könnt ihr einfach mit Giropay bezahlen. Draufklicken und dann holt sich das, ach Quatsch, Giropay, Google Pay, dann holt sich Google Pay das direkt von euch. Ihr könnt auch direkt die Kreditkarte angeben oder andere Dienste, was ihr habt. Die meisten kenne ich gar nicht. Ideell sagt mir was. Giropay habe ich schon ein paar Mal benutzt. Das ist ganz gut, da wird es dann direkt vom Konto abgebucht. Wie gesagt, Paysafe, dann müsst ihr Land, Region und Namen und hm. Und dann haben wir noch Paysafe Crash. Sagt mir nichts, da steht nur Deutschland nicht drin. Dann haben wir noch Skrill. Das ist, glaube ich, was Russisches. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und Trustly. Das sagt mir auch was. Das müsste, glaube ich, von dem Online-Shop sein. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Die Möglichkeiten habt ihr. Da können wir dann mal rausgehen. So. Und insgesamt habt ihr dann halt momentan Netflix, Disney Plus, YouTube Premium, Paramount, Crunchyroll, Tuddle, dieser und MTGPT zur Verfügung. Mehr ist momentan noch nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass Apple TV oder so noch dazukommt. Und dann habt ihr, je nachdem, welchen Dienst ihr buchen wollt, verschiedene Laufzeiten. Ja, 1 Monat, 6 Monate, 12 Monate, 3, 6, 12 Monate. 1 und 3 Monate, 1 und 12 Monate, 1 und 3 Monate, 3, 6, 12 Monate, 12 Monate und hier auch direkt 12 Monate. Bei Netflix logischerweise die 4K HDR-Variante, logischerweise. Ne? Und auch bei Disney Plus und so. Auch die große Variante. Hier stehen auch dann, wie viele Benutzer es gerade gibt für die einzelnen Sachen. Crunchyroll ist mit am wenigsten. Selbst, nee, dieser, 0 Benutzer. Oh, da bin ich doch mit bei. Selbst hier sind es über 3000. Aber Crunchyroll bietet sich für mich halt am besten an. Ja, und dann könnt ihr das einfach eingeben. Ihr könnt dann euer Profil bei Crunchyroll natürlich individualisieren. Da steht jetzt, wie gesagt, irgendein Name. 11223344555. Könnt ihr dann natürlich hinschreiben. Was weiß ich. Thomas, Henry, Odin. Ich habe Odin stehen. Und dann halt das Profilbild von Crunchyroll könnt ihr auch ändern.
Ja, dann kommt er da rein. Wenn er euch über Fire TV auf Crunchyroll reingeht, seht ihr dann die ganzen Accounts. Und dann seht ihr genau, wo denn euer Name steht. Braucht er denn nicht immer, ja, welche Nummer hatte ich nochmal? 1-1 oder 2-2? Ja? Guckt er dann Odin und das Profilbild angepasst. Und dann könnt ihr da rein und das alles ohne Probleme. Wir können ja mal... Crunchyroll rein. So. Gehen wir auf die Startseite. So. Ja, muss ich wieder verifizieren. So, das machen die dann schon. So. Und dann habe ich dann hier oben mein Account geändert. Auch das 18er könnt ihr aktivieren hier. Nicht jugendfreie Inhalte. Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin. Ist bei mir aktiviert. Dann Deutsch. Audiosprache Deutsch, Untertitel Deutsch. Untertitel nutze ich zwar nicht, aber wenn, bei manchen Sachen schon. Ja, zum Beispiel meine Wiedergeburt als Schleim, die neuen Folgen, die führen jetzt 3 oder 4 Folgen vor Deutschland. Da gucke ich natürlich dann auch ab und zu die japanischen bzw. englischen Folgen mit deutschen Untertiteln, logischerweise. Ja, und dann seid ihr hier frei, ihr könnt alles auswählen. Auch eine geile Serie, Solo Leveling kann ich euch nur empfehlen, Frieren. Es gibt sehr viele schöne Serien. Ich bin momentan total im Anime-Wahn. Auch One Piece ist damit bei. Ja, leider nicht die deutsche Variante, nur die ganz neuen Folgen in Japanisch mit deutschen Untertiteln. Aber ihr habt hier wirklich viel Auswahl. Suchen könnt ihr machen, alles drum und dran. Also ohne Probleme. Ich habe auch in der ganzen Zeit, wo ich es jetzt genutzt habe, das habe ich halt auf dem Fire TV im Wohnzimmer und Schlafzimmer, auf dem Handy. Und dieser habe ich eigentlich nur im Auto nutzt, also im Autoradio angemeldet. Und da nutze ich das. Funktioniert auch sehr gut. Tonqualität ist auch sehr toll. Bin damit sehr zufrieden. Auch mit der Übersichtlichkeit, ja, kann man nicht meckern. Wie gesagt, ich habe keine Probleme. Läuft alles super bis jetzt bei mir. Ich habe gedacht, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Wie gesagt, ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr einen Rabatt mit, wenn ihr darüber geht. Und dann beim Abschließen von einem Abo Odins Tests eingeben. O groß, T groß von Odins, T groß, alle zusammengeschrieben. Dann kriegt ihr da auch nochmal 10% Rabatt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, hier wird auch wieder... Giropay angeboten, was bei einigen jetzt nicht mehr bei anderen Anbietern momentan nicht mehr angeboten wird. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wenn ihr Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.